Grüß Gott, mein Name ist Hirt, Michael Hirt, von der Firma Hirt aus Thalheim bei Heilbronn. Ich bin der Spezialist für Kraft-Wärme-Kupplung. Das bedeutet heizen, Strom erzeugen, Geld sparen. Meine Aufgabe ist es nun, Ihnen solche Anlagen zur Verfügung zu stellen, die nicht nur heizt, sondern auch Strom erzeugt und bei Ihr Geld spart. Wir sind hier gerade in der Linienstraße Nummer 25 und haben hier die Heizung schon am Laufen. Ja, das ja, ist wir haben nach kurzer Zeit haben wir diese Gasleitung geändert, haben die Heizung angeschlossen und wie Sie sehen, Pufferspeicher hat 60 Grad, die Heizung wird warm. Und vor allem können wir auch jetzt in den Stationen, wenn das Wasser voll angeschlossen ist, Warmwasser erzeugen. Und dann können wir all die Gasleitungen, die alle undicht sind und nicht mehr so perfekt sind, ausbauen. Dann ist das Haus wieder sicher und safe. Ja genau, und wenn dann alles fertig ist und der neue Stromanschluss auch noch im Haus drin ist, dann wird auch die Maschine in Betrieb genommen. Die Anfragen sind alles schon durch, die ENBW muss sich melden und sagen, jawohl, wir können das machen und zuschließen und dann können wir das Ding in Betrieb nehmen. Aha. Aber es muss halt ein neues Kabel rein und ein Schaltschrank rein. Der Schaltschrank, das genau. Das Mieterstrommodell, jawohl, genau. Dass wir da eine richtige Absicherung haben. Wir haben jetzt momentan bloß 25 Ampere drin, noch einmal 80 Ampere. Müssen wir mal gucken, wo ist denn da der Hausanschlusskasten? Der Hausanschlusskasten ist da vorne. Ein Vorkriegsmodell. Aha, ja gut. Ja. Das stimmt, das ist natürlich zu wenig. Ja. Wo kommt der neue noch? Ja, der neue wird voraussichtlich, denke ich, in den Keller kommen. Wo der Hausanschluss? Ja, oder wird sie da noch einziehen? Das weiß ich nicht. Das ist alles ein Provisorium. Wo kommt denn da der Verteiler, Zählerschrank? Der Zählerschrank kommt da unten rein, in den Kellerraum hier. Aha. Da kommt ein Zählerschrank mit 3 Meter Länge hin. Also praktisch der Mieterstrommodell mit Wanderzählung. Wunderbar, okay. Ja. Und wie ist mit dem Wasser? Das Wasser? Die Wasserleitung liegt schon. Weil im Moment... Ja. Liegt hier die Kaltwasserleitung? Das ist da? Ja. Okay. Hoch zu den Stationen. Auf der Station ist sie überall, glaube ich, schon angeschlossen. Mhm. Das halbe Liter. Ja, und wenn wir dann das Wasser jetzt von da rübergezogen haben und haben einen Verteiler hingemacht, dann kann man auch das aufdrehen und kann das anschließen. Alles klar. Das dann werden wir im Laufe der nächsten Woche von in die Bühne bringen. Okay. Ja. Gut. Mhm. Dann. Sollen wir uns jetzt mal diese Station angucken? Jetzt gehen wir die Station angucken, dass man sieht, wie man Warmwasser und Heizung erzeugt in einer Station, wo jeder Mieter selber regeln kann, wie er es möchte. Alles klar. Gut. So, jetzt befinden wir uns in der Wohnung, wo wir uns diese Wohnungsstation eingebaut haben. In dieser Station erzeugen wir mit dem Wärmetauscher Warmwasser. Mit der Station fahren wir mit der Heizung rein, fahren mit Kaltwasser rein, kommen raus mit Heizung und kommen raus mit Warmwasser. Und das ist natürlich dann eine sehr geniale Einrichtung, weil wir mit dieser Station auf einen Schlag alle Leitungen eliminieren, die im Haus sind. Auch die Kaltwasserleitung, die noch hier im Haus ist und uralt ist, wird durch diese neue Leitung hier komplett stillgelegt. Weil wir hier dann nicht nur Warmwasser, sondern auch Kaltwasser wieder ausspeisen. Wie kann man das abrechnen? Wie man es abrechnen kann, hier sind die Vorrichtungen, Verzähler drin. Und dann baut man Zähler ein und dann kannst du das alles zählen und abrechnen. Von der Wärmemenge mit dem Wasserzähler, alles kannst du abrechnen. Okay, was hat das System? Ein Vorteil? Was hat das jetzt für ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Verteilern? Das System hat einen riesengroßen Vorteil. Ich kann meine Heizung steuern in der Wohnung, wie ich es möchte. Jeder Nutzer kann seine Heizung steuern, wie er sie möchte. Nicht mehr nach Vorgabe. Als weiteres Systemvorteil ist natürlich das ganz klar. Ich habe hier keine Probleme mehr mit der Wasserüberprüfung und den Legionellen, weil ich von unter 3 Liter Wasser bin. In der Wohnung und dann ist keine Prüfpflicht mehr da. Also sparen die Kunden auch hier wieder Geld. Mhm. Okay. Ja. Und, also es gibt keine. Was ist der finanzielle Vorteil jetzt? Der finanzielle Vorteil ist, dass man nicht Leitungen so viel legen muss, sondern dass man mit relativ geringem Aufwand an der zentralen Stelle mit einer Leitung aufkommt und das anschließen kann. Wie man das sieht, sind hier Steigleitungen. Wo die Wohnungen nacheinander versorgen. Das ist nun die Abwasserleitung und wir können hier dann praktisch die Heizung anschließen und sind fertig. Okay. Ja. Und wenn das alles auf engem Raum macht und dann kommt anschließend noch ein Deckel davor und das ist zu. Nicht schlecht. Ja, und da ist der Standardzähler eingebaut hier. Aha. Der Wasserzähler, hier ist der Wärmemengenzähler eingebaut. Und da sind die Löcher, dass man den Kühler einstecken kann. Mhm. Also alles, das Ding ist durchdacht.
Es ist super, es gibt mehrere Hersteller, die das machen, aber das von Camo ist für sich eine perfekte Installation. Das ist nichts zu sagen. Absolut isoliert und beieinander. Toll.